Im Moment läuft's beim FCH. 10 Punkte aus den letzten 4 Partien stehen vor dem nächsten Heimspiel gegen Hannover 96 auf der Habenseite. Selbstvertrauen und der FCH. Das müsste also aktuell ganz gut zusammenpassen. Am Ende des Tages geht es immer darum, wie selbstverständlich du deine Spielphilosophie umsetzt, wie stabil du bist, wie viel Vertrauen du hast. Und das steigt naturgemäß mit jedem Erfolg. Trotzdem darf man nicht vergessen, die Liga ist kompliziert, die Liga ist gefährlich. Und ich sage jetzt mal so, 3 Spiele noch in dem Jahr, da tun wir gut, noch Punkte zu holen, um uns da auch ein Stück weit unsere Situation zu verfestigen. Wie es geht, hat unsere Mannschaft im letzten Heimspiel gegen 96 gezeigt. 4:0 lautete nach 90 Minuten der Endstand. Kaufen kannst du dir davon morgen aber leider nichts. Es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Wir können nicht so tun, dass alles gleich ist wie in der letzten Saison. Weder vom Kader noch von der Spielphilosophie, noch von der Art und Weise, wie wir spielen können, noch von den Gegnern, noch von der allgemeinen Situation. Da haben sich ja so viele Dinge verändert. Und deswegen glaube ich, weiß jeder, dass ich das so mache und vorlebe und ich auch das von meiner Mannschaft erwarte, nämlich sich immer mit den aktuellen Gegebenheiten und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Morgen sollen die Punkte also wieder auf dem Schlossberg bleiben. Wer das nicht verpassen will, schaltet wie gewohnt ab 13 Uhr das Fanradio ein und fiebert mit.